Hallo und herzlich willkommen wieder mal zurück zu Layton vs. Ace Attorney mit Mark und mit Yahoo! Ja, hi! Super Mario! Yahoo! Jo! Nee, mit Maya. Mit Maya. Das ist der Mario! Das ist die Maya! Und Sound dazu? Was? Was? Moment. Was hast du gerade gesagt? Dafür hatten wir einen Sound? Nochmal, kannst du das wiederholen? Dafür haben wir keinen Sound dazu? Nee, warte, dann meinst du bestimmt, Dafür haben wir keinen Sound? ich höre nichts. Sound? Ich auch. Was? Auch nicht. Ich hab das noch gar nicht umgestellt. Okay. So, hätten wir. Stimmt, es ist mir aber auch überhaupt nicht aufgefallen, dass wir die Musik gar nicht mehr hören. Ja, also, so, wie war das jetzt nochmal, Dafür haben wir keinen Sound? Dafür hatten wir einen Sound? Für das dafür haben wir keinen Sound? Ja, ich habe jetzt neue Sounds, wenn es auch nur diese beiden sind. Aber dafür habe ich ja euch beide auch noch. Ja, wir machen auch, wir spielen auch immer Sounds ab. Oh. Ich habe hier auch schon Fenster gekippt. Genau. Oh, ich muss noch mal, bevor es hier weitergeht, schnell mal was zeigen, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Oh, ich habe eine Weihnachtstasse. Zwischen der letzten Aufnahme und dieser. Und zwar, ich hoffe, man sieht das, Puyo Puyo gespielt. Auf Japanisch. Puyo Puyo Tetris auf Japanisch. Und guckt euch mal die Zahlen an. Wow. Ja, höchster möglicher Spielstand hier. höchstmögliches Level da. Darunter die höchstmögliche Anzahl an zu gepoppten Puyos. Das heißt so. Und hier, ich versuche jetzt noch auf die höchste Anzahl an Freiräumungen zu kommen, also wo das gesamte Feld clear ist. Hast du gescheatet? Nein! Das ist. Das nur ganz, ganz viel Langeweile. Nur ganz, ganz viel Langeweile und das. und das hat ganz schön lange gedauert. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da investiert habe, um so weit zu kommen. Und ich will sehen, ob dort nach der 999 an Clears noch mehr möglich ist. Ob das auf 1000 springt und dementsprechend die höchste Zahl unter Umständen 9999 ist, die ich definitiv nicht erreichen will. Und du willst kein Minecraft-Let's Playen? Ich könnte ja Puyo Puyo Tetris im Endlos-Modus Let's Play. Voll spannend. Ja. Wieso macht das eigentlich keiner? Ja, wieso macht das keiner? Ich auch nicht. Ich habe echt was anderes zu tun. Zum Beispiel hier fortfahren. Ach, ja. Wäre auch eine Möglichkeit. Genau. Wir könnten ja öfter mal eine Late vs. Ace Attorney Aufnahme machen, dann würde ich nicht auf die Idee kommen, so blöde Sachen wie Puyo Puyo Tetris im Endlosmodus zu machen. Hast du die ARMS-Demo ausprobiert? Ja, hab ich! Oh, ja, ich hab das... Ich konnte letzte Nacht nicht schlafen, so gegen 2, und hab deswegen da nochmal die Runde mitgemacht. Da muss ich auch ein paar Bilder zeigen. Oh, wenn du schon ansprichst... Was? Wie ist es denn? Ich habe die Zeiten leider verpasst. Vielleicht schaffe ich es heute noch. Ja, heute 14 Uhr oder 20 Uhr oder nächste Woche, nächstes Wochenende. 20 Uhr. Ja. Das 20 Uhr kriege ich hin. So, passt auf. Mein letzter Sieg, beziehungsweise mein letzter offizieller Sieg in der Session von 2 Uhr bis 3 Uhr. Und guckt euch mal meine Punktzahl an. 104. Ja, für jeden Sieg gibt es 3 Punkte. Okay, das ist ordentlich. Also in einer Stunde 104, da muss ich ja ungefähr über 30 Siege hingekriegt haben. Und ich habe auch nur einmal einen Draw gehabt und zwei oder dreimal habe ich verloren. Ich habe das Spiel so geowned mit ihr hier, mit Mechanica. Das ist übel gewesen. Ich kann euch ja mal zum Vergleich zeigen, wie so zwischendrin die anderen Punktestände waren. Also das Höchste, was mir gefolgt ist, war 62, während ich schon 87 hatte. Ey, das ist so krass gewesen. Ich möchte davon heute noch mal einen Stream machen, wenn die Aufnahme vorbei ist und wenn es 14 Uhr ist und so. Nee, doch, 14 Uhr. Und da werde ich dann mal zeigen, wie krass ich dort pwnen kann. Ich habe teilweise sogar meine Gegner, das ist eigentlich echt fies, das macht man nicht. Nachdem ich sie so weit runtergehauen habe, dass es eigentlich nur noch ein Kinderspiel war,
weiß ich nicht, ich habe die zappeln lassen. Ich bin einfach ausgewichen allem, was die mir entgegengeschossen haben. Ja, gut, machen wir weiter mit dem Spiel. Wir haben ja auch erst 5 Minuten verquatscht. 5 Minuten haben wir noch Zeit. Na dann. Wie ist das eigentlich, wenn man bei... Nein, komm. Nein, komm. Ja, später. Nach der Aufnahme können wir über Arms reden. Doch, wir können quatschen. Was? Wieso? Wartet mal kurz, steht hier. Wartet mal? Was? Hallo? Hallo? Jo, hi. Oh. Gut, dass wir gequatscht haben. Oh ja, das habe ich nicht mitbekommen. Hupsi. Wenn ich was denke, sollte ich es lieber denken lassen und nicht laut aussprechen. Ja. Ich hasse es. Okay, so. Jetzt wollen wir mal weiter? Ich habe schon die Füße hochgelegt. Wir können anfangen. Okay. Ich verstehe. Das ist also mit Frau Dorner passiert. Ja, deshalb denke ich, dass mehr hinter den Hexenprozessen steckt, als man auf den ersten Blick sieht. Aha! Also hast du herausgefunden, dass mit der den Feuergrube etwas nicht stimmt? Die patentierte Nick-Erkundungsmethode bringt kopfüber in der Grube und stellt fest, dass es ist gar nichts. Erprobt und bewährt. Hast du deine Brille auf? Nö, ich trage keine. Oh, dann hätte ich einen Vorschlag für dich. Bei mir war es gerade so ein bisschen am Hängen und sowas. Ah, meine Güte. Jetzt habe ich eine auf. Danke. Moment, du hast doch gar keine, hast du gesagt. Wessen Brille hast du? Hey, jetzt habe ich eine auf. Ach so. Jedenfalls sind wir so hier gelandet. Herr Porsche, Dr. Klenk hat schnell eine angefertigt. In der Tat, weil es dazu beiträgt, die Sehstärke zu verbessern. Warte mal. Hä, dafür hatten wir einen Sound? In der Tat. Also, was ist mit der großen Hexe, der sie begegnet sind? Wir wissen immer noch nicht viel über sie. Allerdings hat es den Anschein, dass sie uns an diesen Ort geführt hat. Sie hat uns von einem Ort erzählt, an dem der Schöpfer die Geheimnisse seiner Geschichte aufbewahrt. Der Anfang. Das ist genau gegenüber vom Ende. Ey, warte mal, wenn du schon mal da bist, kannst du ja noch weitere weibliche Charaktere sprechen. Soll ich Sophie übernehmen? Alle weiblichen und alle Kinder, also alles, was ich sonst spreche. Na, Luke kannst du behalten. Was soll ich denn Sophie sprechen? Ist das so okay? Ja. Okay. Der... Sagt, die Geheimnisse meines Vaters sind dort? Wie ich vermutet hatte, Sie haben noch nie von diesem Ort gehört, oder? Das ist richtig. Moment, Ja, das ist richtig. Günther. Ja. Es ist auch das erste Mal, dass ich diese Ruine gesehen habe. Es ist Ihr erstes Mal, Oho. Ich denke, alles wird klarer werden, wenn wir dort ankommen. Labyrinth hier, selbst die große Hexe. Es ist, wie die große Hexe es vorausgesagt hat. Es ist ein wenig beängstigend, wenn ich ehrlich bin. Oh, da war ein Hm dazwischen von Maya. Ich habe das Gefühl, also... Man könnte natürlich es auch ersetzen mit einem... Macht alles dramatischer. Ja, genau. Hä, da hatten wir einen Sound dafür? Hä, da hatten wir einen Sound? Was, huch? Das war doppelt gemoppelt. Ich habe das Gefühl, den auf den Grund zu gehen und die Geheimnisse von dem Berühmtier zu enthüllen, wird alles ändern. Die Geheimnisse meines Vaters zu kennen. Sophie. Phoenix. Das ist so wunderbar. Du machst das echt gut. Du fügst dich sehr gut in die Gruppe ein. Ich denke, mein
altes Selbst wäre nun wirklich verängstigt. Sie würde denen wahrscheinlich nicht weiter nachgehen. Aber ich muss stark bleiben. Ich muss die Wahrheit finden. Ich war die ganze Zeit so blind. Da brauchst du eine Brille. Die habe ich schon auf. Eben. In der Tat. Dank euch allen kann ich die Welt so sehen, wie sie ist. Deshalb möchte ich mit euch kommen. Weil sie ja nicht sowieso schon die ganze Zeit mitlatscht. Ja. Ja. Wir lösen das gemeinsam. Ja, reiten. Bereit dich vor, Sophie. Das wird ein Abenteuer, das du niemals vergisst. Oho. In Ordnung, Maya. Was wäre, wenn die Maya jetzt einfach hier so zurücklassen würden? Wäre dann diese Ruine eine Maya-Ruine? Es wäre auf jeden Fall positiv. Hey, sie haben gerade mitbekommen, dass sie nicht ins Feuer geschmissen wurde. Ja, das ist negativ. Ach, Maya, Entschuldigung, ich war bei Sophie. Nein. Nee, Maya muss mit. Maya muss mit, ja. Nee, eine Sophie-Ruine macht ja auch keinen Sinn. Nö. Das sind Schafe und so drin. Bah, so. Mäh. Ja, Sophie und so. Oh Mann. Hey, dafür haben wir keinen Sound? Ich denke, das große Tor auf der anderen Seite dieses Raums sollte uns weiter ins Innere führen. Wenn das so ist. Jetzt darfst du, Mark. Sollten wir die Untersuchung sofort beginnen, oder Professor? Ja, das ist richtig. Hä? Hatten wir dafür nicht einen Sound? Ja, das ist richtig. Günther. Dann spiel ihn doch mal. Ja, das ist richtig. Günther. Hä, dafür hatten wir einen Sound? Ja, da. Ja, das... Oh ja, stimmt. Ja, das ist richtig. Das kann man so ewig... Dann spiel ihn doch mal ab. Ich sehe schon, nächste Woche haben wir den Sound. Ja, dann spiel ihn doch mal ab. Als Sound. Und meine absolute Lieblingsvariante, der Mann, der von der Klippe fällt. Nein! Dr. Litchfield, bitte nicht. Dr. Cox? Dr. Ach ja. Ich hoffe so sehr, irgendjemand fällt vom Spiel, von der Klippe. Nein! Und wenn, dann haben wir dafür gleich einen Sound. Ach man, das hätten wir machen können, als jemand in die Feuergrube runtergelassen wurde. Nein! Vielleicht kommt ja nochmal was. Ja, vielleicht wird noch jemand in die Feuergrube gelassen. Wer weiß. Die ist ja eh nicht echt, die ist ja fake. So. Da können sie ja den Prozess bewusst verlieren. Ja. Ich muss sagen, ich habe dich schon lange nicht so aufgeregt gesehen, Luke. Wirklich? Nein, wirklich nicht. Aber ich habe jetzt irgendwie gerade die Tastenkombination dafür nicht. Ach so, hier. Nein, wirklich nicht. Hä, was macht der Schöpfer hier? Ja. Wie war denn das nochmal? Jonathan Frakes. Ups, warum war der jetzt doppelt? Ich habe heute noch X-Factor geguckt, bevor wir den Call angefangen haben. Achso, in Vorbereitung auf das alles, oder wie? Fällt unter Recherche. Genau. Gute Vorbereitung, Mann. Dass ich solche Profis kriege. Marc, wieso bist du nicht solch ein Profi? Ich wollte gerade sagen. Ich komme gerade aus dem Bett. Das ist ja, also ich mach mal weiter, damit ich auch ein bisschen profimäßig hier was machen kann. Das kommt daher, ja, dass... Was? Was? Man muss ja den Anschein wahren. Ja, genau.
Das kommt daher, dass er es nicht erwarten kann, mit Ihnen ein paar Rätsel zu lösen, Herr Layton. Haha! Dann sollten wir nicht länger warten. Untersuchen wir das große Tor dort vorn. Nicht das gigantomanische Tor? Nee, also... Ach, warte mal, hier ist der kleine Raum, da ist das große Tor. Also haben wir hier die gigantomanischen Säulen oder so. So, war hier eigentlich noch irgendwas? Nö, ich hatte, glaube ich, alles durchsucht.